Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab! Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Ja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Das kann nur eins heißen, denn wer bin ich? Matze Theo. Und es steht eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt an. Und eine Stunde Talk. Und dass das Leben nicht nur die guten, sondern auch die wahren Geschichten schreibt, die auch unter die Haut gehen, das beweist mein heutiger Gast. Ich spreche heute mit Bernd Rosenbichler, der, sagen wir mal, sein Leben stark verändert hat. Er sagt zum Guten. Dennoch steckt da eine ganz ernsthafte Geschichte dahinter. Sein Sohn ist an einer sehr, sehr, sehr seltenen Erkrankung erkrankt, das sogenannte Alström-Syndrom. Da hat er sich gedacht mit seiner ganzen Familie, wir müssen mehr dafür tun. Er hat einen sehr guten Job aufgegeben, hat aber, wie soll ich sagen, die Lust am Leben neu kennengelernt durch seinen Sohn. Und das möchte ich heute erfahren durch einzigartige Fragen, die mein Gast Bernd mitgebracht hat, die aber auch ich mitgebracht habe. Wir treffen uns in the City of the World, Viernheim. Das ist mein, also das müssen wir nochmal herausarbeiten, warum wir uns hier treffen. Ich begrüße live, face to face, Bernd Rosenbichler. Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Genau. Also wir haben natürlich, oder ich habe versucht, so einiges in meinem Intro herauszuarbeiten, worum es heute geht. Wir werden darauf noch tatsächlich zu sprechen kommen, weil wir werden ganz viele Themen ansprechen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass du so viel mit uns teilst. Gibt es denn noch etwas, was ich so im Intro vergessen habe, was noch wichtig wäre, jetzt erstmal zu erwähnen? War absolut, absolut präzise, allumfassend und hat sehr gut meine Situation beschrieben. Wir werden jetzt noch ganz viel lernen. Ich fange auch gleich mit deiner ersten Frage an, die du dir selbst stellst oder ich dir quasi stelle. Stimmt alles mit dir, wenn dein Kind einen Gendefekt hat? Bist du auch behindert? Das ist, also ich hätte diese Frage, wenn ich sie formuliert hätte, so wahrscheinlich nicht gestellt. Umso interessanter ist es ja auch, warum du die Frage so formuliert hast. Ja, die Frage ist insofern spannend, als dass, wie du ja richtig in deinem Intro gesagt hast, mein Sohn eine seltene Erkrankung hat, einen Gendefekt. Und da liegt ja irgendwo der Verdacht, hätte ich schon fast gesagt, nahe, dass auch, das formuliere ich das bewusst ein bisschen flapsig, mit mir was nicht stimmt. Und es ist tatsächlich eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, aber wie schon gesagt, der Verdacht liegt nahe, dass der eine oder andere das denken mag. Und das hatte ich natürlich selbst auch ein Stück weit gedacht, wie entsteht so etwas überhaupt und warum kommt es zu so einem Gendefekt? Und habe dann da ganz interessante Dinge gelernt, dass, und ich sage das jetzt in meiner wirklich laienhaften Sprache, aber offensichtlich jeder Mensch defekte Gene hat. Irgendwo gibt es ja sogar eine Zahl, die glaube bei 10 oder 12 im Schnitt liegt und auch etwas, was ich erst vor kurzem gelernt habe, man ist bis heute noch nicht ganz sicher, wie viele Gene eigentlich die Menschen haben. Da gibt es irgendwo Zahlen zwischen 25 und 200.000, man nähert sich jetzt irgendwo den 40.000, aber das ist wohl heiß diskutiert in der Wissenschaft. Und genau, und von diesen vielen, vielen, wie viel auch immer Genen, scheinen wohl im Durchschnitt bei jedem Mensch so 10, 12 defekt zu sein. Und damit ist es eigentlich nichts Besonderes, einfach irgendwo durch die Evolution und Ähnliches bedingt, dass sie Gene verändern und da irgendwo defekt werden. Besonders wird es dann, wenn du einen Menschen triffst, der den gleichen Gendefekt hat. Da ist natürlich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber mein Fall zeigt es und viele andere auch, das gibt's. Und wenn so eine Situation eintritt, dann hast du noch eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass auch dein Kind tatsächlich beide defekte Gene bekommt und damit dann eben einen Gendefekt sozusagen in sich trägt,
der dann halt eine bestimmte Ausprägung hat. Und bei uns ist es das Alström-Syndrom. Das heißt, nachgewiesenermaßen tragen wir, die Mama von Ben und ich, dieses defekte Gen in uns. Und wie das Leben so spielt, haben wir beide dieses an den Ben weitergegeben. Und damit bin ich eigentlich so wie jeder andere auch. Aber das Schicksal hat es dann so gewollt, dass die Situation eintritt. Und ich glaube, das werden wir im weiteren Verlauf des Gespräches ja auch noch erörtern. Das war kein Schicksalsschlag, sondern das war eine unglaubliche Bereicherung. Das klingt ja schon mal sehr reflektiert, wenn du das so sagst und auch als Vater sagst. Es ist natürlich völlig verständlich, dass auch ihr, liebe ZuhörerInnen, euch denkt, ich habe noch nie was von Alström gehört, weil man hört auch nichts davon. Kannst du das so trotzdem mal so kurz definieren, was so auf einen erkrankten Betroffenen zukommt? Also Alström-Syndrom ist ein, glaube es gibt seit 60 Jahren, ist das erforscht oder zumindest bekannt. Hat eine Prävalenz, ist ja ein Begriff, den wir in den letzten Jahren gelernt haben, eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million. Das heißt, es ist auch innerhalb der Gruppe der seltenen Krankheiten eine sehr, sehr seltene. Wobei den Wert kann man gleich wieder vergessen, weil es einfach zu wenig Wissen über diese Krankheit gibt, zu weniger bekannte Fälle zu der Krankheit gibt. So gesehen ist es ein Schätzwert. Bedeutet dann ungefähr im Moment, und das ist rechnerisch nicht ganz sauber, aber irgendwie 1000 bekannte Fälle weltweit. UK weiß man, dass 80 sind, Frankreich sind es irgendwo um die 60, Deutschland, da raten wir noch, sind es 20, 30, 40. Also 20, 30, 40 Fälle, nicht Fälle, 20, 30, 40.000, wenn jetzt Fälle, sondern genau. Nur 20, 30 Fälle. Fälle, genau. Unglaublich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass es viele unentdeckte Fälle gibt, weil das ist eine Erkrankung, die ist im Prinzip progressiv fortschreitend und dadurch fast keine Empirie gibt. Ist es ja fast unmöglich zu sagen, welche Ausprägungen gibt es bei dieser Erkrankung. Was relativ gesichert ist, ist, dass es irgendwo mit dem Sehen beginnt. Das heißt, die meisten, auch Säuglinge, haben Einschränkungen beim Sehen, also Nystagmus, Augenzittern, Farbsehen, räumliches Sehen. Da schon bestimmte Einschränkungen und so kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Sie neigen zu Adipositas, das ist schon im relativ frühen Kindheitsalter irgendwo erkennbar, aber damit beginnt das Ganze und kann sie dann im weiteren Leben auswirken auf das Hören. Das heißt, dass irgendwann die Hörfunktion angegriffen wird und sich verschlechtert. Beim Sehen ist es so, das verschlechtert sie und führt potenziell zu Blindheit. Immer potenziell, man weiß es nicht genau. Die Organe sind angegriffen, also es gibt Fibriosen, das heißt, die Organe können vernarben. Es gibt Herzerkrankungen. Die Betroffenen haben in der Regel kein Sättigungsgefühl. Sie sind insulinresistent, sie neigen zu Diabetes. Und so gibt es wirklich, wenn man so die Liste der potenziellen Erkrankungen durchgeht, sehr, sehr viele Auswirkungen, die eintreten können. Aber aufgrund der fehlenden Empirie weiß keiner, ob sie eintreten, wann sie eintreten. Das Einzige, was man halbwegs gesichert weiß, ist, dass die Pubertät einen gewissen Schub darstellt, um bestimmte Symptome zu verschlechtern oder neue Symptome auftreten zu lassen. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen grob, ganz grob beschrieben, das Krankheitsbild. Und wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Verläufe. Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der war schon im sehr jungen Alter eine Herztransplantation nötig. Auch das kann passieren. Generell ist das Thema Transplantation ein sehr relevantes. Lunge, Niere, Leber sind da potenziell betroffen. Aber wie gesagt, ob es denn dann kommt, das weiß man nicht. Auch was die Lebenserwartung angeht, gibt es ganz unterschiedliche Aussagen, ganz unterschiedliche Fälle, manche mit einer sehr kurzen, manche mit einer, sage ich mal, durchschnittlichen Lebenserwartung. Aber wie gesagt, das hängt halt alles ein Stück weit davon ab, wann entdeckt man die Krankheit, wie schwer ist der Verlauf und welche Ausprägungen hat sie. Wie lange wisst ihr das schon? Also seit wann ist die Krankheit bei eurem Sohn Ben bekannt? Also Ben ist jetzt 9 und wir wissen es seit seinem 4. Lebensjahr. Und hat aber auch gute 3 Jahre gedauert, bis wir es wussten.
Weil bei uns war es so wie in den meisten Fällen, es hat mit den Augen begonnen. Das heißt, wir haben da erstmals entdeckt, dass es da ein Thema gibt und sind dann auf der Suche nach sozusagen dem Grund für diese Augenerkrankung irgendwann zu dem Thema gekommen oder zur Diagnose gekommen, dass es ein weitreichender Gendefekt ist. Mhm. Und jetzt ist er 9, das heißt eben seit 5 Jahren. Genau, kennen wir die Diagnose. Und seitdem hat sich eine Menge bei dir auch verändert, nicht nur bei euch oder auch für deinen Sohn, sondern auch für dich. Und ich sage das deshalb so, weil du darüber auch ja mit großem Stolz auch berichten darfst und berichten wirst. Jetzt fragst du dich selbst und wir werden ein Gefühl davon bekommen, welche Auswirkungen auch so ein Schicksalsschlag hat, den du ja komplett zum Positiven wendest oder beziehungsweise so nutzen möchtest. Wie war es denn für dich, so die Seite zu wechseln, also von Kapital zu Non-Profit? Du kommst aus der Automobilbranche und hast dann mit dieser Entscheidung einfach gesagt, nein, das hat jetzt so eigentlich keinen Sinn mehr für mich. Mhm. Das war wahrscheinlich so mit einer der größten Brüche in meinem Leben. Und ist natürlich nicht von heute auf morgen entstanden, aber faktisch habe ich genau das getan, was jetzt in der Frage so formuliert war. Ich habe die Seite gewechselt und wenn ich es mir ganz einfach mache, dann beschreibe ich sozusagen meine Vergangenheit, ja, also das typische Leben eines Karrieristen. Also ich wollte irgendwo immer in die Autoindustrie, das war für mich völlig klar, schon als Kind. Habe das dann auch gemacht, habe da fast 25 Jahre gearbeitet, hatte eine wirklich tolle Karriere für tolle Firmen, habe im Ausland gelebt, im Ausland gearbeitet, habe so ein bisschen all das mitgenommen, was mir wichtig war, konnte also ja, an der einen oder anderen Stelle einen Unterschied machen. Also Leben war gut, Leben war toll, war für mich erfüllend in dem, was für mich wichtig war. Und auch das mag man sehr eindimensional wahrnehmen, aber das war für mich das Wichtigste. Und irgendwann kam in diese Welt der Ben und der hat es dann augenscheinlich nachhaltig verändert, dieses Leben, diese Wahrnehmung und auch diese eigenen Prioritäten. Und als dann die Diagnose zu der Krankheit kam, war das sicher neben der Tatsache, dass du jetzt ein Kind hast, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Erstmal überhaupt im eigenen Umgang mit so einer Situation, also plötzlich mit so einer privaten Herausforderung zu konfrontiert zu sein, mit dieser Hilflosigkeit, die man da im ersten Moment sicher empfindet. Ja. Aber das, glaube ich, hat man oder ging für uns irgendwo ganz gut, dass wir relativ schnell an so einen Überlebensmodus gefunden haben, der uns sinnvoll erschien, der uns irgendwo umsetzbar erschien. So ist es dann einfach weitergegangen. Ne? Das eigene Leben, die eigene Karriere hat sich weiterentwickelt, war alles wunderbar. Und Ben wird größer, Ben wird älter. Wie gesagt, wir wussten dann um die Krankheit Bescheid. Wir hatten ein medizinisches Netzwerk, das aus unserer Sicht gut war, das den Ansprüchen genügt hat. Aber natürlich hat die auf der anderen Seite dieses Gefühl der Machtlosigkeit nie losgelassen, weil du letztlich ja in einem völlig reaktiven Prozess warst. Mhm. Also du kannst Kontrollen machen, du kannst auf irgendwelche Vorfälle reagieren, aber mehr konnte man eigentlich nicht machen. Und dazu hat ja Ben als Person und als Persönlichkeit entwickelt und in einer Art und Weise, in einer Form, die mir wirklich den allergrößten Respekt nach wie vor abnötigt, nämlich zu einem unfassbar lebenslustigen, lebensbejahenden, klaren Mann. Und so kriegst du halt dann in deinem eigenen Trott, in deinem eigenen Streben, in deinem sehr ichbezogenen, in deiner ichbezogenen kleinen Blase, die kriegt halt immer mehr Risse, wenn du da siehst, da gibt es einen kleinen Kerl mit einer riesen Herausforderung, der die positiven Dinge des Lebens sieht, der offen ist für alles, der sein Schicksal sowas von eindrucksvoll annimmt, der dir vieles zeigt, das du über die Zeit verloren hast, das dir gar nicht mehr auffällt, zu dem du gar nicht mehr fähig warst. Ja. Mhm. Und da hat sich was irgendwo begonnen bei mir zu verändern. Und das gepaart mit dem Gefühl der Machtlosigkeit,
hat für mich irgendwann an den Punkt geführt, wo ich gesagt habe, mache ich jetzt so weiter, mache ich den nächsten Job, also fahre jetzt bis zum Ende, bis die Rente kommt, in dieser Luxusblase weiter, in der für alles gesorgt ist, natürlich, in der man sehr viel investiert, aber sehr viel bekommt. Oder ist es jetzt nicht vielleicht Zeit, was anderes zu tun und sich eigentlich um etwas zu kümmern, worum sich keiner kümmert, und auch ein Stück weit dafür zu sorgen, dass vielleicht das, was ich erleben darf, indirekt auch andere miterleben. Und das war wirklich so ein wesentlicher Treiber, wenn du, und das geht uns ja allen so, im Prinzip in einer Welt der Probleme, des Problemwälzens, des Lamentierens und sonst was lebst, und dann bist du eigentlich permanent mit jemandem konfrontiert, der wirkliche Probleme hat, aber völlig anders damit umgeht. Das passt nicht, ja. Und darum kümmern wir uns nicht. Und ja, aus der Gemengelage, aus den Überlegungen, war ich dann irgendwann so weit, muss man wirklich sagen, all das, was mir eigentlich bis dahin absolut wichtig und nicht einmal ansatzweise für mich in Frage zu stellen war, nicht nur in Frage zu stellen, sondern zu sagen, okay, jetzt ist es soweit. Und tatsächlich auch diese wirklich nicht arrogant gemeinte Frage zu stellen, ja, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Mhm. Also wer kümmert sich um das Thema? Also heißt, du hast gekündigt? Ich habe gekündigt. Du hast sofort gekündigt. Hast du deinen Sohn, also habt ihr Ben oder du Ben in deine Entscheidung mit einbezogen? Also hat er das so mitbekommen? Nein. Irgendwie, was geht so in dir im Kopf vor? Weil er hat euch ja irgendwie neu aufgeklärt, ne? Ja. Nee, gar nicht. Also ich habe ihn, ich habe nur mal wirklich allerengstes Umfeld in diese Entscheidung einbezogen, in meine Gedanken dahinter, wo es mir wirklich wichtig war, dass die diese Entscheidung mittragen. Aber in der Entscheidungsfindung letztlich kann dir niemand helfen. Das ist eine Entscheidung, die muss man für sich treffen. Da muss man für sich ja irgendwo die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, du gehst jetzt auf eine Reise, die hat vor dir noch keiner gemacht. Da kann dir ja keiner sagen, geht es, geht's nicht, ist das richtig, ist das falsch. Da musst du selbst davon überzeugt sein. Aber natürlich hast du eine gewisse Verantwortung den Menschen gegenüber, die mit dir leben oder die im engsten Umfeld mit dir zusammen sind. Und da ist es wichtig, dass die das mit unterstützen und mittragen. Ja. Der Ben, nee, der weiß nach wie vor nicht, was ich da genau mache. Er kennt Teile davon, aber er ist natürlich ein Stück weit traurig und so ein bisschen, dass der Papi jetzt da quasi nicht mehr bei dieser tollen Firma ist, das hat er schon verstanden. Das weiß er schon. Das weiß er und er macht mir dann manchmal Vorschläge so von wegen, naja, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du Radiomoderator vielleicht werden könntest. Oder also, guck mal, und jetzt hier im Podcast-Geschäft, also der Weg ist nicht mehr weit. Der Kreis schließt sich, der Kreis schließt sich. Also, er versucht mir so ein bisschen schon Tipps zu geben, wie es denn weitergehen kann. Aber an sich will er es, glaube ich, auch nicht zu sehr in Frage stellen, weil natürlich jetzt die Situation dazu führt, dass ich deutlich mehr Zeit für ihn habe. Das ist das Gute und darauf will ich nochmal hinaus. Wir stellen es jetzt mal kurz in Frage. Der Job ist nicht mehr. Was machst du jetzt genau? Weil du bist jetzt kein Übervater und packst den Ben in Watte, weil das ist es ja nicht. Was machst du gerade und wo soll es hingehen? Also ich habe dann, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, sozusagen raus aus der Komfortzone, mir jetzt vorgenommen, eine Initiative zu starten, die nicht nur für das Alström-Syndrom relevant ist, aber quasi am Alström-Syndrom einen Gedanken pilotiert, der hoffentlich für ungleich mehrere Menschen, Personen Relevanz haben kann. Ich komme so ein bisschen aus der Beobachtung dieses: Ich kann nichts machen, ich kann nichts tun. Es gibt niemanden, der irgendwo Menschen helfen kann, die in solchen Situationen sind. Wir sind ja immer noch in so einem auch Gesundheitssystem, wo quasi das Wohl der Masse über dem Wohl des Individuums steht. Ja. Und was dazu führt, dass Themen wie individuelle Medizin oder Ähnliches nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und ganz einfach formuliert, das ist jetzt wirklich einfach und ich glaube, jeder Mediziner, der zuhört, kippt vom Stuhl, aber ich komme so ein bisschen aus meiner alten Welt, ne, und da fährst du ja mit deinem Auto zum Service und erwartest eigentlich, dass da dann derjenige, der das Auto annimmt, am Ende sagt, ob das noch fahrtüchtig ist.
Was du nicht willst, ist, du fährst zu einem, der schaut, ob der Reifen Luft hat, der nächste schaut, ob der Motor funktioniert, der dritte, ob die Fenster dicht sind. Mhm. Aber keiner kann dir eigentlich sagen, ob das Auto fahrtüchtig ist. Mhm. Das ist im Prinzip genau die Situation bei uns, aber wahrscheinlich bei seltenen Krankheiten ohnehin und auch ganz vielen anderen Krankheiten der Fall. Also so eine systemische Betrachtung, ein wirklich sich kümmern um Patienten in ihrer besonderen Situation, das findet nicht statt. Und das erlebe ich, dass es nicht stattfindet. Das erlebe ich in einer Situation, die nur sehr komfortabel ist. Ich wohne in einer großen Stadt, wir haben Zugang zu Versorgung. Ich erlebe bei vielen Patienten, die ganz viel weiter weg sind, dass das nur viel schlimmer ist, so eine Situation. Und da gehört für mich wirklich alles dazu, dass man sich um Themen kümmert wie die Früherkennung. Ja, also jetzt gerade bei dem Alström-Syndrom, am Thema, das ja irgendwie sich immer weiter verschlechtert, wo Dinge wie Herzerkrankungen, Diabetes und ähnlich definitiv auftreten. Mhm. Wenn ich das erst 15 Jahre später erfahre, ja, dann kann ich nichts mehr machen. Ja. Und ihr habt 3,5 Jahre gebraucht. Und du hast mir vorhin schon mal kurz auf dem Flur zugeflüstert, das ist noch relativ schnell bei Alström. Das ist nur schnell, ja. Manche entdecken es nie und, muss man sagen, sterben dann. Mhm. Andere, ich hatte jetzt einen Fall, da hat es 15 Jahre gedauert, denn von dem habe ich gestern gelernt. Das heißt, 15 Jahre. 15 Jahre, ja. Und wir sehen das jetzt, wie unglaublich wichtig das ist, einem Menschen, der kein Sättigungsgefühl hat, der dieses Gefahrenpotenzial in sich trägt, wirklich frühzeitig im positivsten Sinne zu erziehen, ihm zu lernen, die Wichtigkeit von Ernährung, die Wichtigkeit von Bewegung, die Wichtigkeit auf sich zu achten, ohne ihm irgendwie kindliche Freuden zu nehmen, aber ihn darauf hinzuweisen, ihm etwas mitzugeben von Grund auf, dessen hoffentlich dann in sein Erwachsenenleben auch trägt. Mhm. Und je später ich solche Dinge erfahre, desto weniger kann ich reagieren. Und das ist dann gepaart mit der Seltenheit natürlich ungleich schwieriger, sowas zu entdecken, weil die Krankheit kennt keiner. Die kennt keiner. Und ich glaube, was da vielleicht noch förderlich ist, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, ist aber, wenn du ein Kind eh erziehst, dann fühlt es sich ja eh insgesamt wie Erziehung an. Wenn du 15 Jahre alt bist, dann bist du, also ich sage jetzt mal, in der Hälfte schon erzogen worden, dann musst du dich umerziehen. Exakt. Und nur noch mal ein paar kurze Wörter oder Fakten zu seltenen Erkrankungen. Es gibt in Deutschland, das wissen viele nicht, oder es gibt allgemein weltweit über 8000 seltene Erkrankungen. Mhm. Und in Deutschland leben 4 Millionen Leute, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Mhm. Und davon, deswegen können wir uns jetzt mal davon ein Bild machen, 40 plus minus, also die Dunkelziffer, aber Alström, also wirklich sehr, 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 sehr selten. Ja. Genau, und exakt das ist der Punkt. Das heißt, die Relevanz des Themas ist unglaublich groß und die Betroffenheit ist auch unglaublich groß. Und die Situation ist für die meisten ähnlich wie bei uns. Man hat im Prinzip keine, sag mal, so ein Center of Care, wo man sich hinwenden kann, wo jemand über diese Krankheit Bescheid weiß, wo man quasi durch diesen gesamten Prozess, sehr technisches Wort, aber von Beginn an über das gesamte Leben von unserem Patienten begleitet wird. Das existiert heute nicht. Und da gehört dazu eben, dass man Früherkennungsmöglichkeiten hat, da gehört natürlich auch das Thema Forschung dazu. Mhm. Weil wir reden ja immer über einen Mangelverwaltungsbereich. Ja? Da gibt es wenig Ressourcen oder keine Ressourcen. Das heißt, da ist eine internationale Zusammenarbeit wichtig. Da ist es wichtig, das zu nehmen, was man hat. Die Diagnostik ist wichtig. Ja? Also wenn man das mal findet, was macht man damit? Und dann auch die Therapie, wie geht man mit den Themen um? Und das gesamthaft zu betrachten und da voranzutreiben, das halte ich für essentiell. Und dazu kommt, und das ist einer der fast mit wichtigsten Punkte, auch ein soziales Umfeld darüber zu bieten. Es gibt schon manche Länder, die solche Konzepte verfolgen und deren Feedback ist immer wieder, das Wichtigste ist, hier eine soziale Plattform für diese Menschen zu schaffen, weil was man in der Gesellschaft generell, aber vor allem bei Beeinträchtigten, bei Behinderten, bei schwerbehinderten Menschen beobachten kann, irgendwann kommt ein Stück weit die Isolation. Irgendwann kommt eine, das heißt soziale Stigmatisierung, Freunde wenden sich ab, sie können nicht mehr mitspielen, sie werden zusehends alleine gelassen. Es beginnt das Thema Zukunftsängste, was mache ich? Oft sind Depressionen damit verbunden. Das heißt, das sehe ich zum Beispiel beim Ben, das ist einer der sozialsten Menschen, die ich kenne. Also das ist für mich fast schon schwierig, ja. Also sozial bin ich nicht. Ja. Der schleppt mich in irgendwelche, je mehr Leute, desto besser, mitten rein und tanzt auf der Straße und liebt Menschen.
Und das ist gut, dass es so ist und ich wünsche ihm, dass das immer so bleibt, aber da ist natürlich eine Gefahr, dass das irgendwann auch abnimmt, aufgrund der Umstände, aufgrund der Entwicklungen, aufgrund auch der eigenen Ängste, die man hat. Und hier auch eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie solche Menschen wieder treffen können, wo sie Interaktionen haben, wo sie sich austauschen können, wo sie ähnlich Betroffene treffen, das ist brutal wichtig. Und ich glaube, das ist nicht nur wichtig für diese Klientel, sondern es ist für ganz viele andere genauso wichtig. Für alle seltenen Erkrankungen. Ja? Also, und auch für Nicht-Erkrankte. Weil und wir sehen, da hast du natürlich recht. Ja, klar. Das ist ja eher fast ein gesellschaftliches Thema, das vielleicht in der Gruppe noch stärker ausgeprägt ist, aber letztlich für eigentlich die ganze Gesellschaft gilt. Und dafür, wie gesagt, eine gesamthafte Struktur zu schaffen und das mal mit dem Thema Alström zu probieren und dann aber auf andere Krankheiten zu übertragen, das war eigentlich mein Ziel und mein Anspruch. Und bis heute hat mir keiner... Großes Projekt. Ja, da ist man jetzt natürlich ganz, ganz schnell nah an der Arroganz und Überheblichkeit und Größenwahnsinn. Das ist mir auch klar. aber irgendwo, weißt du, der Punkt ist, da hätte ich meinen Job nicht für aufgeben müssen, wenn ich nicht irgendwo mir zumindest vornehme, einen großen Schritt zu gehen. Ob ich das schaffe, das weiß ich nicht. Aber zumindest, und wenn das alles in die Hosen geht, ich habe es wenigstens versucht. Stimmt. Und so sehe ich das im Moment noch. Und wenn ich nur die Hälfte davon erreiche, dann ist es immer noch so viel mehr, als es heute gibt. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, man darf sich zumindest wünschen, dass wenn man schon seine ganze Energie in ein Thema steckt, das dann sogar noch ein Stück weit durch eine emotional-persönliche Dimension gefördert wird, dass man da was erreicht. Und genau. Und egal, was du gerade schaffst oder egal, wie viel du jetzt auch erreichst mit diesem Thema, du tust ja Ben damit schon was Gutes. Das ist ja, du spielst ja auf, also nicht nur, aber gerade auf für zwei Seiten. Kann man ja sagen. Es ist so, ich meine, das ist, man muss da ein Stück weit realistisch sein. Es ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich Ben tatsächlich helfen werde können. Das ist so. Aber auf der anderen Seite darf man das jetzt nicht bremsen, dass man sagt, man versucht nicht trotzdem Strukturen zu schaffen, die zumindest zukünftig, auch wieder große Formulierung, Leid verhindern können. Und darum geht es letztlich. Ja. Das, was ich jetzt erlebe, wenn man die Situation verbessert, wenn man die vielleicht da eben andere Systematiken implementiert, wenn man anders an die Krankheiten rangeht, wenn man, gibt es tausend Sachen, die man machen kann, dann ist zumindest da eine Wahrscheinlichkeit, dass es zukünftigen Betroffenen besser geht, dass in die Forschung mehr investiert wird, dass auf Themen vielleicht mit einer anderen Priorität geblickt wird und dass im Zuge des Prozesses vielleicht auch das eine oder andere nur tatsächlich dem Ben helfen kann. Das wäre schön. Aber das darf nicht der priore Treiber sein. Das klingt jetzt sehr hart, aber würde ich mich von dem leiten lassen, würde ich im Prinzip von einer Enttäuschung in die nächste fallen und dann gehst du selbst kaputt. Und das ist reiner Selbstschutz zu sagen, Ben ist der Auslöser, Ben ist der, wegen dem ich das mache und natürlich wünsche ich mir, dass ich es für ihn mache, aber am Ende wird es um was größer und langfristigeres gehen, wo eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, wenn es erfolgreich ist, dass er nicht vollumfänglich davon profitiert. Aber er profitiert von eurer Bindung, also von der Erziehung und von der Unterstützung und so. Er profitiert vermutlich deshalb davon, weil, jetzt mal ganz praktisch, ich durch die Situation zwar wahrscheinlich mehr Arbeit als jemals davor, aber trotzdem mehr Zeit für ihn habe. Und das ist eigentlich ein schönes Projekt, dessen Sinn und Bedeutung mir so langsam klar wird. Ich habe irgendwann, als ich begonnen habe, diese Initiative zu starten und hat man das ein bisschen einen Plan gemacht, ne? Sagst, okay, auch wieder ein bisschen flapsig. Bisher hast du irgendwie tolle Autos verkauft, das kann jeder. Jetzt musst du im Prinzip eine unbekannte Krankheit bekannt machen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Also jetzt kannst du mal sagen, ob du wirklich was kannst. Du musst erst mal, wenn du hier wirklich für Aufmerksamkeit und Bewegung sorgen willst und letztlich auch dann Spenden lukrieren willst, dann musst du erst mal schauen, dass du Bekanntheit schaffst, dass du irgendwo dem Thema ein bisschen Raum und Präsenz gibst. Und das ist wahrscheinlich so ein Wesenszug, der mir jetzt momentan nicht gerade hilft. Ich finde es irgendwie
zum einen, was ich nie tun würde, ein mitleidiges Szenario zu kreieren oder so auf die niedrigen Instinkte irgendwie zu gehen. Ne? Das mache ich nicht, das wäre also unanständig. Das dürfte die auch nicht und Ben allemal nicht. Also das wäre wirklich, genau. Allein gegenüber Ben könnte ich es nie vertreten und das mache ich nicht. Ja. Mhm. Und irgendwo finde ich es ein bisschen schwierig, ich sage jetzt mal, mit leeren Taschen zur Party zu gehen. Also sie einfach hinzustellen und sagen, jetzt ich brauche was und helft mir. Und habe dann da sehr lange überlegt, was kann man da machen und kann man da irgendwo schon von Beginn an was mitbringen und habe mir dann so ein bisschen für einen Zwischenweg entschieden, zu sagen, ich fange erstmal langsam an und baue erstmal die Initiative auf und habe dann nebenbei begonnen, Ben malt gerne. Mhm. Ist jetzt nichts Besonderes, ja, ein Kind ist gemalt, das trifft man ja öfter und dass dann der eigene Vater sagt, das sieht ganz toll aus, das soll es auch öfter geben, aber in seinem Fall, dadurch, dass er also quasi fast blind ist, war es erstmal bemerkenswert, dass es tut und hat irgendwo ganz nett ausgesehen und kam da immer ganz nettes Feedback und haben wir gedacht, okay, da könnten wir so ein bisschen was draus machen. Dass man sagt, schau her, da gibt es einen Betroffenen und wir bringen da gleich was mit. Das ist so seine Ausdrucksform und habe das Bens Art genannt. Warum? Weil ich so zwei Begriffe damit bedienen wollte. Einmal so das englische Kunstwort, wo viele aus der Kunstszene laut aufschreien und sagen, das ist doch keine Kunst. Aber für mich ist es das und damit muss es ja gut sein. Und das andere ist Art im Sinne des Charakters. Ja, seine Art. Weil Art. Einfach, genau, seine Art eindrucksvoll ist und ich das wirklich jetzt in der subjektivsten Schilderung unfassbar spannend finde, ihn nicht nur beim Malen zu beobachten, sondern auch zu hören und zu verstehen, was er da sieht. Also was sieht er bei dem, was er da tut? Und das funktioniert, manchmal macht er es selbst, meine Mutter hilft ihm dann mit Farben, ihm das zu erklären oder Techniken zu erklären, aber er drückt dann immer etwas aus. Und das fand ich extrem spannend, das so ein bisschen von ihm zu hören, mit ihm das zu erleben. Und das haben wir jetzt, beginnen wir jetzt ein bisschen zu einem kleinen Shop aufzubauen und andere an diesem Erleben teilhaben zu lassen, mhm, und auch wirklich so ein bisschen einen Kontext zu dem zu kennen. Ja, dass man sagt, da gibt es ein Bild, ja. Da gibt es eine Geschichte, da gibt es die Reflexionen desjenigen, der es macht. Und was ich gemerkt habe, das ist unglaublich wichtig für ihn, weil es seinem Selbstbewusstsein, seiner Selbstwahrnehmung hilft und das erstärkt, weil er ganz stolz ist, dass jemand das, was er da macht, toll findet. Und das ist ja, jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin schon hatten, ja, also Existenzängste, Zukunftsängste, soziale Isolation und Ähnliches. Wenn man es schafft, da so ein bisschen einem Menschen ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben, da ein bisschen eine Basis mitzugeben, dann glaube ich, kann man so einem Weg, so einem schweren Weg, der einem bevorsteht, ja, nicht entgegentreten, aber zumindest was mitzugeben, was dir ein bisschen resilienter macht auf dieser Reise. Und das so irgendwo zu sehen an ihm jetzt, wie er da Ownership nimmt. Ja. Ich hatte mal mit ihm ein Gespräch, wo er so ein bisschen traurig war, dass er eben so schlecht sieht und keine Farben erkennt und eigentlich immer Hilfe braucht. Und da habe ich ihn dann darauf hingewiesen und gesagt, Ben, wir reden nicht über diese eine Schwäche. Die kannst du nicht ändern. Ja? Das ist eine Realität, die müssen wir akzeptieren. Sondern ich will, dass du deiner Stärken bewusst bist. Und so wie du heute malst, habe ich in deinem Alter nicht malen können, das kommt man nicht anschauen. Ja? Ich kann es heute noch nicht. Und das, was du da malst, das finden andere toll. Ja? Und manche kaufen das sogar und du kriegst so tolles Feedback. Mhm. Und da merkt man dann richtig, wie ihm das gut tut, ja, und wie er dann der Ownership nimmt. Und das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Und das ist, wie gesagt, so ein Effekt, den ich anfangs eigentlich gar nicht so im Vordergrund gesehen habe und mittlerweile merke, wow, also das ist toll. Und man entwickelt sich ja auch weiter und man kann ja auch die Kunst, die Art natürlich auch sehen. Ich werde das alles in die Shownotes auch packen, dann kann man das alles nochmal richtig, richtig nachvollziehen. Ja. Jetzt würde ich gerade auch die dritte Frage noch anhängen, weil das ist gerade so ein schöner Übergang und ich vermute, die hat vielleicht noch keiner sich so wirklich getraut zu fragen, weil es hier auch ans Angemachte geht. Warum nimmst du nicht einfach dein Geld statt zu sammeln? Du hast vorhin von so darüber gesprochen, Luxuswelt AD und jetzt dahin zu gehen, ich brauche was, gib mir was. Ja, ist eine
Frage, die mir tatsächlich noch nie gestellt wurde. Traut sich wahrscheinlich auch keiner. Und traut sich wahrscheinlich also keiner, zu fragen, ja. Du hast so gutes Geld verdient. Genau. Du hättest, wer weiß was noch machen können, verdienen können. Ja. Und warum jetzt dieses, ja. Also gefühlte, komplette, krasse Gegenteil? Mhm. Genau. Ist nachvollziehbar, dass ich nie gefragt wurde. Und war natürlich auch eine eigentlich nur kurze Überlegung, weil im Endeffekt sind es zwei für mich ganz klar abzutrennende Bereiche. Das eine ist, ihr habt es gerade vorher ausgeführt, dass das, was ich jetzt tue, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dem Bandit helfen wird. Mir geht es hier um ein größeres Projekt, um ein breiteres Projekt, um wirklich einen gesellschaftlichen Beitrag, wo ich Dinge ein Stück weit verändern möchte und Dinge schaffen möchte, die einer möglichst breiten Gruppe von Menschen dann zukünftig helfen können. Das andere ist, du hast ja in der Situation mit so einem Kind potenziell unglaublich hohe Kosten, die irgendwann in deinem Leben auf dich zukommen. Mhm, na klar. Das heißt, du musst ja die Versorgung deines Kindes wahrscheinlich lebenslang sicherstellen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal Behandlungsmethoden oder Ähnliches gibt, die dann unendlich teuer sind, steckt natürlich ein weiteres Potenzial, dass man da einfach sicherstellen muss, dass man, wenn es denn irgendwann die Möglichkeit gibt, in der Lage ist, dafür oder darauf zu reagieren. Und darum war es eigentlich für mich, und ich hatte da mit ganz vielen anderen Betroffenen gesprochen, erst im Nachgang, weil für mich immer klar war, das eine ist der Ben, für den müssen wir sorgen und das müssen wir sicherstellen. Und das andere ist im Prinzip der eigentlich größere Auftrag, den ich mir gebe, wo ich gemeinsam mit anderen dran arbeiten möchte. Und darum war das für mich eigentlich nie die Frage, nehme ich das eine oder das andere, Klammer auf, das, was ich an sozusagen Investment in das Thema habe, ist ohnehin schon extrem signifikant. Ja. Und andere Betroffene haben genau das Gleiche gesagt, haben gesagt, Achtung, ihr müsst sicherstellen, dass ihr als Eltern die Versorgungssicherheit für euer Kind lebenslang garantieren könnt. Und das ist etwas, was wir tun und wo ich jetzt ohnehin schon ins Risiko gehe, weil ich im Prinzip den Schritt zur Seite gehe und quasi nichts mehr verdiene. Aber in der Hoffnung, dass ich auf der anderen Seite einen großen Impact leisten kann, den ich nicht allein stemmen kann, was schlichtweg unmöglich ist, um dann wieder sozusagen in welcher Konstellation und Form auch immer mir wieder auf die Ben-Versorgung konzentrieren werde können. Das heißt, ja. Wie sieht denn die andere Seite aus? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder darauf gewartet hat, dass du klingelst und sagst, schönen guten Tag, ich habe hier die Geschichte, die auch herzerreißend ist, aber jetzt musst du ja nach Geld betteln. Und du läufst wahrscheinlich offene Türen ein, wo viele das möchten. Wie ist so die Resonanz, die Bereitschaft? Die Bereitschaft ist, und allein das, was ich eigentlich im letzten Monaten erleben darf, ist wirklich eindrucksvoll und auch sehr oft, ich würde sagen polarisierend, aber eindrucksvoll ist das Richtige, im hauptsächlich Positiven, manchmal im Negativen. Die Bereitschaft ist unglaublich, die Offenheit ist wirklich beeindruckend. Ich hätte mir das nie gedacht. Und ich meine, kommend als Egoist aus einer egoistischen, karrierezentrierten Industrie kommend, bist erstmal erstaunt, wenn du dir, ne, das ist jetzt auch so eine Eigenschaft, die man wahrscheinlich da hat, um Hilfe fragen, ist nicht unbedingt was man gelernt hat. Ja? Also man kann ja alles selbst und weiß es ja alles selbst und braucht keine anderen. Und dann erstmal den Schritt zu gehen und zu sagen, so, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann zu merken, wie viel Hilfsbereitschaft es eigentlich gibt und wie viele Menschen es gibt mit unterschiedlichsten Background, unterschiedlichen Schicksalen, auch Organisationen, bereit sind, mitzudenken, mitzuhelfen. Das hat mich also wirklich, wirklich umgehauen, ein Stück weit. Natürlich erlebst du auch die andere Seite, dass viele aus dem engeren Umfeld sie zurückziehen. Warum auch immer, ja. Weil man jetzt nicht mehr. Überforderung, Unsicherheit. Unsicherheit, man weiß nicht, Angst. Wie man damit umgehen soll. Ja. Angst, jetzt ist er nicht mehr relevant, weil er nicht mehr bei einer tollen Firma arbeitet. Du weißt das nicht. Der hat ein behindertes Kind und sagt es jedem.
I don't know, es ist alles Mutmaßung, ja. Also das erlebst du auch. Und das ist, ich vermute auch, es wird dir auch keiner ins Gesicht sagen, warum. Natürlich nicht. Weil und es bringt dich auch nicht weiter vielleicht, das zu wissen, oder? Ich glaube, das ist etwas, auch das interessant, und man diskutiert dann ja immer wieder mit anderen, die ähnliche Situationen haben, und eigentlich jeder sagt das Gleiche. Und damit ist es etwas, wo man, für mich ist es so ein bisschen vergleichen mit Schlucken, ja. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen größere Kröte, die man schlucken muss, aber die muss man schlucken, weil es ist so, ja. Das ist das Leben, das ist die Realität. Und wenn manche, die man vielleicht in seinem engeren Umfeld oder als Freunde oder was immer gesehen hat, dann aufgrund der Tatsache, dass man so einen Schritt macht, sie aus welchen Motiven man immer, dann nicht mehr wohlfühlen, ich glaube, man muss es akzeptieren und dann nicht groß drüber traurig sein oder frustriert sein oder ähnliches, ja, ist so, ja. Aber das ist so ein bisschen die, das ist so eine Beobachtung, die ich im Moment macht, die ich ganz spannend finde. Ja. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist die andere Seite der Bereitschaft mitzumachen, mitzudenken, mitzuhelfen, wirklich so, dass ich habe wirklich Tage, wo ich daheim sitze und ich sag mal, so einen kognitiven Breakdown habe, wo ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes machen soll, wen ich anrufen soll, welchen Kontakt ich auch noch ansprechen kann, den ich bekommen habe. Also das ist eine Überforderung, die hatte ich noch nie. Und das ist toll, das ist schön. Es ist noch nichts geschehen, es ist noch nichts passiert, es ist noch nichts entstanden, aber es ist auf jeden Fall unfassbar ermutigend im Moment. Aber natürlich gibt es auch viel Frustration manche Frustration. Frustrierender, dass ich es rauskriege. Manche frustrierenden Ereignisse, die jetzt nicht ganz überraschend sind, aber ist ja wie bei vielen im Leben, man muss nicht alles selbst erleben. Jetzt erlebe ich es halt einmal selbst, wie das ist. Ja, krass. Spannend. Jetzt wollen wir aber vielleicht noch ein bisschen was über dich direkt erfahren, weil du bist ja so viel mehr und hast schon so viel mehr erlebt. Und nun bin ich gespannt, ob ich auch eine Geschichte auf deine nächste Frage zu erzählen habe. Warst du denn schon einmal in Gefangenschaft? Das ist jetzt ein Weitersprung. Ja, jetzt kommt ein Themensprung, aber das sind deine Fragen. Aber es sind meine Fragen, ja. Und irgendwo dachte ich mir, eine kleine Auflockerung. Also nein, war ich noch nie, aber ich hätte die Frage nicht gestellt, wenn es eine Geschichte dazu gibt, die irgendwo gerne erzähle. Und zwar, ich habe in meinem früheren Leben, war ich unter anderem in China, bin da ein Jahr gewesen und es war erstmal generell eine tolle Erfahrung und war auch jemand, der immer im Ausland irgendwo arbeiten und leben wollte. Bin ja eigentlich konstant im Ausland als Österreicher in Deutschland, aber noch mal einen richtigen Schritt nach draußen. Hab das dann immer wieder gemacht und unter anderem mal China. Und dann bin ich irgendwann, als ich das erste Mal nach China kam, mein Büro war in einem, kennt jeder, in einem wunderschönen Ort im Norden Chinas, in Changchun. Hat gleich vier Einwohner wie Österreich. Ist das Ferienheim in China? Also natürlich kennt das jeder. Das ist wirklich, aber hat eine gewisse lokale Berühmtheit dahingehend. Okay. Das habe ich dann erst gelernt, dass da, wo ich gewohnt habe, das war jetzt so ein bisschen das Ausländerviertel, da ist auch der nordkoreanische Diktator immer zum Urlaub hingefahren. Der hat da seine Sommerresidenz gehabt. Tatsächlich? Ja. Okay. Und leider, als er einmal da war, bin ich gerade in Deutschland gewesen. Das hätte ich gern mal gesehen, als sein Zug vorbeifährt. Naja, auf jeden Fall, das war sehr im Norden, extrem kalt, also im Winter minus 30, minus 40 Grad, keine wirklich sehr lebenswerte Umgebung. Und bin da hingefahren und habe das kurz vor Chinese New Year gemacht. Ne? Damals kannte ich zwar Chinese New Year, aber konnte noch nicht ganz ermessen, was das dann heißt im Sinne von Stillstand im Land. Auf jeden Fall in der Zeit waren sämtliche Büros alles geschlossen. Und ich war dann schon da, um mich vorzubereiten auf den Beginn meiner Tätigkeit und dachte mir jetzt fast mal ins Büro, um da auch mal die Dinge einzurichten, weil es ja eh keiner da, du kommst rein, aber ne, hast ja Ruhe, kannst die Dinge machen. Also bin ins Büro gefahren. Das waren zwei gigantisch große Bürotürme, in denen wir da unsere Offices hatten, die mit so einer Brücke verbunden waren. Arbeit da, irgendwann muss ich auf Toilette und die Toiletten waren in diesem Zwischengang. Natürlich. Naja, und der Zwischengang, da kam man über so eine Flügeltür hinein und
ja, wenn du aufs Klo gehst, nimmst du halt nichts mit, also weder Handy noch sonst was, und gehe da hin, öffne die Flügeltür, als ich fertig bin, gehe wieder zurück und habe dann gelernt, dass diese Flügeltür nur in eine Richtung geöffnet hat oder sie nur in eine Richtung öffnen ließ. Was jetzt erstmal, dachte ich mir, okay, nicht schlimm, gibt dann auf der anderen Seite einen Ausgang, nimmst den. Und es war so ein Zwischenkorridor, da waren zwei Räume, sonst nichts. Und auf der anderen Seite versucht, auch die war geschlossen. Da habe ich gedacht, okay, beide Türen zu. Da habe ich so ein bisschen überlegt, da habe ich gedacht, okay, du bist jetzt irgendwo in China, es geht auf Abend zu, Handy hast keins, ist aber auch wurscht, weil wen willst du anrufen? Wenn du die Mama anrufst und sagst, du, hol mich raus, hilft es da auch nichts, ja. Also so gesehen war das gar kein großes Problem, das nicht zu haben, weil ich jetzt eh nicht nutzen können. Wie gesagt, so. Die, zumindest waren Toiletten in der Nähe. Ist die ja Toiletten manchmal waren woanders so ein Problem, wenn man weiß, ich muss auf Klo. Das stimmt, ja. Dafür hatte ich, wobei ich hatte dann ja nichts, was ich dahin hätte tragen können, weil es gab weder Wasser noch Essen. Also von daher hat auch die Freude nur kurz gewährt. Also, ja, Abend kam die minus, was ich, da hat es dann minus 10, minus 15 gehabt, geht halt auf minus 30, heizt was auch nicht. Und dann wird es so langsam bewusst, scheint es nur hier, also alles leer, keiner da. Und dann vergehen so die Stunden und du denkst, okay, scheint es ja gerade begonnen, dauert eine Woche. Das war's. Die Türen waren massiv, also war jetzt nicht so, dass die eintreten hätten können. Sonst gab es keine Zugänge und sonst gab es auch relativ wenig Lebenswertes. Ja? Also nichts zu schlafen, nichts zu essen, gar nichts. Ja? Ja, und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl tatsächlich von Gefangenschaft. Am Ende der Welt irgendwo in China in einem Zwischengang und dann immer rauszukommen. Und dann, ich glaube nach 4 Stunden, habe ich irgendwo gemerkt, dass anscheinend doch eine Person da war. Und zwar das war der Portier. Wichtigste Person in jedem Haus. Ich war im 9. Stock und der war halt ganz woanders, ja. Okay. Aber ich konnte ihn, und das war dann natürlich auch nur, das Firmenlogo war genau vor dem Stockwerk befestigt, wo ich quasi gefangen war. Das heißt, du hattest so Lametten, wo du gerade halt so durchgesehen hast, aber dich konnte keiner sehen, weil du dahinter versteckt warst. Und Schreien hat auch nichts gebracht, weil der viel zu weit weg war. Ja. Und dann habe ich begonnen, und da waren nur wenig, aber so Kataloge beim Fenster rauszuwerfen, in der Hoffnung, dass ich erstmal durch die Lametten durchkomme und dass die irgendwo da unten. Ach so, das ging. Also zumindest teilweise konnte ich es durchschießen. Und habe das dann irgendwann begonnen, und ewig nichts passiert und wieder die Stunden vergingen, und irgendwann hat er das dann da unten gemerkt, nimmt die Dinger, hat irgendwie so hochgewunken und legt zu seinem Portierhäuschen, so kannst dann holen, wenn du gehst. Kannst ja abholen. Und dann wurde es langsam echt schwierig und dann hatte er nichts mehr zum Werfen. Und habe dann, ich glaube, nur eine Box und ich habe dann meine Schuhe überlegt, die rauszuwerfen, und habe dann drauf geschrieben, help, und habe halt noch einmal versucht, die so zu treffen, dass ich da hinkomme. Und irgendwann hat es auch bei dem Klick gemacht, wenn er es nicht holen kommt und weiterwirft, dann gibt es ja wohl ein größeres Problem. Und ich glaube, nach 6 Stunden oder so ist er dann da hoch und hat mich da rausgelassen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem letzten Drücker, weil der Kollege ist natürlich irgendwann heimgegangen. Und da wäre es dann schwierig geworden, ja. Und so gesehen war das meine erste gefühlte Gefangenschaft und gleich ein spannender Einstieg in das Thema China. Ja. Happy New Year, sage ich nur. Happy New Year. So China. Und du hast ja auch in den Staaten, glaube ich, studiert, oder? Da habe ich studiert, schon etwas rumgekommen. Was heißt denn für dich oder was bedeutet für dich Heimat? Was ist deine Heimatdefinition? Meine Heimatdefinition ist eigentlich zu wissen. Heimat is where the door is. Heimat ist, wo dich der Nachbar grüßt, ja. Wo eine Tür ist, wo du rauskommst. Genau. Die nicht einseitig nur. Das ist irgendwo für mich, und das war eigentlich immer so. Für mich war es immer extrem wichtig zu wissen, wo ich herkomme und dass da, ich sage jetzt mal, Menschen sind, die mich lieben und die mich schätzen und wo ich der sein kann, der ich bin. Und ich habe mir da immer so ein bisschen wie, weißt du, da gibt es ja diese Gummischnüre, die ist dann an einem Nagel irgendwo befestigt und die sie dann beliebig entfernen können, aber letztlich immer wieder zu diesem Mittelpunkt zurückkehren gefühlt. Und das hat mir irgendwo die Sicherheit gegeben für, eben in den USA studiert, in Dubai lang gelebt, in China gewesen, sonst viel unternommen.
immer wieder zu wissen, wohin ich zurückkehren kann und wo ich mein vertrautes Umfeld finde. Und das ist vielleicht auch etwas, was mir jetzt hilft mit dem Ben, dass ich genau das Gleiche mit ihm versuche, ja, und ihm ja tatsächlich diesen Halt, diese Liebe zu geben. Und ich sag, wenn ich sonst nichts kann, aber das kann ich. Und das ist mir wichtig und das hat mir immer geholfen in meinem Leben. Und darum glaube ich, dass auch ihm das hilft. Und darum hat für mich die Heimat eine extrem hohe Bedeutung. Auch wenn ich mal lang nicht da bin, auch wenn ich nicht oft die Chance habe, hinzukommen, aber das ist für mich extrem wichtig. Und wenn ich dem Ben so ein bisschen was davon mitgeben kann oder von diesem Gefühl, zu wissen, wo ich hingehöre, zu wissen, woher kommt, dann, ohne das irgendwie zu verklären, dann ist das schon wichtig und wäre schön, wenn es mal gelingt. Ich denke schon, weil Heimat kann man ja auch wertschätzen, wenn man sie mal kurz nicht sieht oder nicht da ist. Und das hat auch immer viel mit Menschen zu tun. Absolut. Jetzt hast du natürlich hervorragend deine 5 Fragen beantwortet. Jetzt kennst du aber meine noch nicht, die ich dir jetzt gerne stellen wollen würde. Und hier gilt wie immer das Credo. Ich habe versucht, dir einzigartige Fragen zu stellen. Falls es mir nicht gelingt, dann darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken. Mal sehen. Du schmunzelst schon. Meine erste Frage ist, inwieweit hat sich denn die Definition von Gesundheit für dich durch die Erkrankung deines Sohnes verändert? Da muss ich ehrlich sagen, da kommt natürlich so der klassische Begriff, Gesundheit ist das Wichtigste oder achte auf deine Gesundheit oder ähnliches, käme am spontan in den Sinn. Da muss ich ehrlich sagen, hat sich nicht großartig für mich verändert, weil da bin ich so ein bisschen auch beim. Das ist eine spannende Frage, aber wenn ich jetzt so auf den Ben schaue, sage ich, es ist, wie es ist. Das ist jetzt, was würde mir es helfen an der Situation, weil es auch so eine absolute ist. Ja? Also da konnte man nicht entgegenwirken. Wenn man jetzt sich selbst nimmt und sagt, okay, in meinem Fall hör auf zu rauchen, du dies, du jenes, du sonst was, damit dann nichts passiert, sage ich, okay, das ist vielleicht eine andere Diskussion als wenn jemand von Geburt an so ist, wie er ist, und mit einer bestimmten vielleicht Hypothek geboren wird, mit einer bestimmten Herausforderung geboren wird, ist es für mich weniger eine Frage dann eben so nach der Rolle der Gesundheit, sondern eher der Rolle oder der Akzeptanz der Realität. Ja. Und was mache ich draus, ja? Und das, da kann man ja auch wieder beliebige Analogien anschauen oder ableiten oder bilden. Das ist wie beim Kartenspielen, ich muss das Blatt nehmen, das ich bekomme. Und einfach wertschätzen. Vielleicht hat sich nur die Wertschätzung von Gesundheit, also ich habe ja extra nicht nach Krankheit gefragt, sondern auch wirklich nach Gesundheit gefragt. Und ich denke, dass man das vielleicht dann doch anders, also natürlich, offensichtlicherweise anders wertschätzen kann. Und du sagst auch immer wieder, ihr seid ja glücklich, ihr seid ja zufrieden, du hast einen ganz glücklichen Sohn und ihr versucht alles das, das, was man fokussieren kann, nicht auf die Schwächen zu produzieren oder zu fokussieren, sondern das einfach in Stärken umzuwandeln. Ne? Es kommt auch aus dem Coaching, ne? So ja, Schwächen in Stärken umwandeln, aber hier geht es ja tatsächlich auch um Lebensbewältigung. Ne? Und ich merke, das funktioniert. Das ist eigentlich das Schöne daran. Das ist das Schöne. Also im Prinzip sind es Dinge, die es nicht im Buch liest und sagst, ich versuch's mal, sondern wo du mit einem Menschen interagierst, wo du merkst, der reagiert. Und wirklich eine Geschichte, die auch in diese Kategorie geht, die mir selber, wo ich selber echt fast ein bisschen stolz bin, aber es passt irgendwo dazu und das ist irgendwo so ein Spirit, den ich vielleicht nicht in der Ebene habe, aber einfach verbreiten will. Ja. Ben liebt Musik. Und irgendwann hat er, und das ist eindrucksvoll, ja. Er ist fast blind und spielt Klavier. Wie lernt er Klavier spielen? Entweder über das Gehör, das auch beeinträchtigt ist, oder indem er mit der rechten Hand Blindenschrift liest, mit der linken Hand spielt. Also allein das zu beobachten, das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist unfassbar beeindruckend. Und wie der aus dem Gehör, das beeinträchtigt ist, Lieder versteht, nachspielt, einfach eindrucksvoll. Und dann sagt er irgendwann, hör mal den Bocelli,
Und der, das gefällt ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, er ist auch blind. Mhm. Und da hast du richtig so gemerkt, wie ihn so ein Blitz getroffen hat. Ja, so, wow. Also der kann sowas Tolles. Ja. Und der muss ja auch lernen, der muss ja auch schreiben, der muss ja auch irgendwie das, also die Lieder auswendig lernen, die er neu komponiert oder einsingt. Genau, und das ist ja auch so eine weitere Fähigkeit bei Menschen, die nicht sehen können, die können sich ja keine Notizen machen zu nichts. Die müssen das alles sich merken, die machen das alles aus dem Kopf heraus, ja. Also ob es Musik, Mathematik, was auch immer ist. Ja. Aber die anderen Sinne sind ja dafür umso schärfer. Die sind umso schärfer und das Wichtige, dass man eben dann diese Fähigkeiten damit unterstützt. Und was habe ich dann gemacht? Es hat ein halbes Jahr gedauert und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und Helfer kennengelernt. Und jetzt trifft der Ben im Januar, ist er eingeladen zum Konzert von Bocelli und trifft ihn. Wirklich? Ja. Und ach, toll. Und ich wünsche mir, dass er ihm einfach nur die Hand auf die Schulter legt und sagt, Junge, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst, wenn du an deine Fähigkeiten glaubst. Und wie toll ist das denn? Und das ist für mich wirklich einfach traumhaft, ja. Und da sind wir an dem Punkt Stärken. Also da erlebe ich das, ja. Wenn du solche Fähigkeiten in jemandem siehst und es muss jetzt nicht immer so ein Beispiel sein. Das war jetzt wirklich ein Zufall und wie gesagt, mit tollen Menschen, die da geholfen haben. Aber es gibt so viele Dinge, die jeder von uns kann, die, sei es behindert oder nicht behindert, können. Und wenn man sich darauf fokussiert, darauf konzentriert und da immer wieder Bestätigungen sucht, Dann hat man, glaube ich, ganz viel gekonnt. Ja. Und der Alltag wird leichter dadurch, so wie du sagst. Also das Alltag ist ja für euch besonders wichtig, klar. Ja, natürlich. Ja. Und das sind eben so kleine Bausteine, wo man einfach versuchen kann, so ein bisschen einen Beitrag zu leisten, dass man so jemandem hilft und so jemanden stärkt und bewusst auf die Fähigkeiten mehr Bezug nimmt. Ja. Also weil Mitleid würde euch ja gar nicht helfen. Das bringt überhaupt nichts, das bringt dem Ben nichts. Ich glaube auch nicht, dass Ben genau das hören möchte, auch nicht von einem Andrea Bocelli, wenn er sagen würde, oh mein Gott, du Armer, was wäre das für ein Erlebnis, was wäre das für ein Gefühl, was er transportieren soll. Das ist das Schlimmste und ich glaube, und das ist aber wirklich so ein Learning und natürlich jetzt, wenn man so wieder ein bisschen auf das Thema Gesundheit, ich meine, diese Dankbarkeit im Prinzip über jeden Tag, wo er gesund ist und sie nichts verletzt, die ist gewaltig, das ist ein Gefühl, aber das ist eine andere Kategorie, aber da im irgendwo zu helfen oder einfach diesen Status zu bewahren, das ist brutal wertvoll und brutal wichtig. Ja. Vielleicht um es so abzuschließen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dein Credo ist ja, weil du dich jetzt auch damit beschäftigst, so ein Netzwerk aufzubauen, einfach machen. Nicht lange drüber nachdenken, einfach machen. Meine nächste Frage ist, wieso brauchen denn Herzensangelegenheiten wie deine keine Vorbereitung oder keinen Plan B? Warum sie keinen Plan B brauchen? Ja, und Vorbereitung meinte ich, dass man lange darüber nachdenkt, oh, soll ich oder soll ich nicht? Die Antwort kann ich dir wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren geben, weil ich bleibe dran, dann lass uns doch gerne nochmal terminieren. Also ich habe und das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, das traut sich irgendwie auch keiner zu fragen, wobei das wird gefragt, aber da schwingen dann manchmal so Unterstellungen mit, ich habe keinen Plan B. Und ich glaub, das war jetzt für mich so eine Qualität der Entscheidung, die so weitreichend und so groß war, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn du in der Lage bist, den Schritt zu tun, dann ist die Trivialität des Plan Bs, die darf dich jetzt nicht bremsen, sondern jetzt, Entschuldigung, Arschbombe rein und jetzt machen. Ja. Und ich meine, das Mitspannende in der Selbstreflexion in so einem Prozess ist, du weißt ja, wenn du sowas tust, dass jede einzelne deiner Schwächen aber sowas von sichtbar wird. Ja? Weil das Schöne ist ja, wenn du in einer großen Organisation bist, wenn du Teams führen darfst, du kennst deine Schwächen, hoffentlich, oder zumindest manche davon, und sagst, okay, wenn ich die Kompetenz nicht habe, dann versuche ich, einen Mitarbeiter zu finden, der sie hat. Ja? Und so kann ich es kompensieren, so kann ich Teams steuern, so kann ich führen. Wenn das alles weg ist, dann hockst du da und es kann keiner deine Schwächen kompensieren. Ja? Und genauso ist es jetzt bei mir, ich bin kein Gründer und kein Macher. Das wünsche ich mir zwar, aber ich bin es nicht. Ja. Und natürlich habe ich dann auch im Zuge dieser Reflexion mal ganz ernsthaft die Frage gestellt, gesagt, Bernd, die ist schon klar, ja, du bist weder Gründer noch Macher, noch einer, der da bestimmte Dinge kann, die du benötigst. Willst du das? Und am Ende war die Antwort klar. Und ich habe gesagt, ja, also jetzt ohne Plan B, einfach komm rein und mach das Ding jetzt und
dann wirst du sehen, ob du wie ein Stein im Wasser untergehst oder ob du ein paar Meter weit schwimmst. Und drum. Ja. Oder inwieweit man zulässt, dass man auch runtergeht, weil das ist ja kein steiler Weg nach oben, sondern das ist eine Sinuskurve, ist ja ganz klar. Natürlich, ja. Ganz klar. Und darum momentan schwimme ich noch und ich hoffe, es bleibt so. Und, aber wie gesagt, lernt man wahrscheinlich sehr viel. Ob ein Plan B in so einer Situation sinnvoll ist, das würde ich sagen. Das ist echt ganz spannend, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn einige sagen, warum muss ich mich dann so auf Plan B konzentrieren, weil dann werde ich ja abgelenkt, also von meinem eigentlichen Plan. Und klar, bei dir ist es wahrscheinlich, wie soll ich sagen, also keine andere Option ist ja jetzt irgendwie auch möglich. Klar, du könntest in deinen Job zurückgehen, aber für dich ist es ja klar, Plan B kann ja nur sein, irgendwie aufgeben oder zurückgehen. Von daher, das ist ja wahrscheinlich. Genau, und genauso, wenn man das lässt sich ja übertragen auf die Zeit davor. Ich hätte natürlich sagen können, ich mache das nebenbei. Aber da bin ich irgendwo, es hängt jetzt von den Persönlichkeiten ab, ja, es gibt ja manche, die schaffen ganz viel nebenbei, aber jetzt zu der Gruppe gehören jetzt zwangsweise in dem Zusammenhang, weil ich sage, also wenn ich es ernst meine, dann konzentriere mich bitte darauf und mach das nicht nebenbei. Und genau das Gleiche ist, das kam auch schon so, das eine oder andere mir tatsächlich, ob ich da kommerzielle Interessen damit verfolge. Und das hat für mich die gleiche Qualität wie Plan B, wenn ich jetzt mich ständig mit Plan B beschäftigen würde, würde ich abgelenkt und wäre nicht fokussiert. Wenn ich mich mit einer Kommerzialisierung von irgendwas, was ich da jetzt tue, beschäftigen würde, das wäre für mich tödlich, ja? weil damit würdest du völlig am Punkt vorbei agieren. Und, eigentlich schon. Und damit ist es kategorisch für mich ausgeschlossen und so führe ja meine beiden Unternehmen, ich trage die Kosten und die Erlöse gehen an die gute Sache. Mhm. Weil ne, das ist für mich ein reines Invest in diese Themen, die ich aufbauen will. Und würde ich jetzt schon sagen, ja, aber wenn man da kommt ihm wieder, ja, aber da kommen sie ja an Genetik vorbei, an dem, wenn da Ideen entstehen, da können sie ja reich werden. Hey, Bullshit, ich will ja ein Problem lösen und nur darum geht's. Mhm. Und wenn ich das hingestellt habe, dann kann ich mir überlegen, und was mache ich jetzt? Das ist eine klare Abgrenzung, ja. Und ist vielleicht auch gesund, weil sonst ist es... keine Chance. Und da verlierst jede Authentizität, wenn du da beginnst, nebenbei immer wieder mit dem Menschen, du sprichst ja mit vielen Menschen und damit sehr viel einflussreichen und wirklich hochintelligenten Menschen. Ja. Und wenn die permanent das Gefühl haben, der hat da irgendwo eine Agenda oder versucht da irgendwelche anderen Interessen reinzubringen, unmöglich. Trotzdem also, Beigeschmäckle tatsächlich. Ja, ganz schlimm ist, genau. Also ja, genau. geht einfach nicht. Ja, kann ich verstehen. Ja. Jetzt hast du selbst gesagt, du hast viel aufgegeben, du hast dich aber für das Richtige entschieden. Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen und zwar, das besagt, du bist alt genug, um Entscheidungen zu treffen, aber auch jung genug, um keine Angst mehr davon oder davor zu haben. Denkst du, man kann ein Leben führen ohne Reue, also im Sinne von bereuen? Sagen wir so, man soll es versuchen, weil woran ich wirklich fest glaube, ist, wenn ich eine Entscheidung treffe, also sind mehrere Dinge, aber in dem Zusammenhang sind es ein, zwei wichtige Punkte. Ich glaube fest daran, wenn man eine Entscheidung trifft, soll man dazu stehen. Man neigt immer, ja. Mach ich jetzt A oder B, dann machst du A und nach kurzer Zeit sagst du, B wäre eigentlich besser gewesen, weil also diese Konjunktiv-Orgien, hätte dies, hätte jenes, hätte sonst was getan. Da bin ich fest davon überzeugt und da ist ja jetzt meine Situation das beste Beispiel. Ich mache mir nicht einmal eine Sekunde darüber Gedanken, was wäre gewesen, wäre ich weiter bei meinem bisherigen Arbeitgeber geblieben. Es macht keinen Sinn. Es ist alles nur Theorie, nichts davon ist ansatzweise nachweisbar. Ich kann mir irgendwas vorstellen, aber es verschwendet letztlich nur Energie. Das heißt, wichtig, wenn du was machst, überlegst du gut oder auch nicht, aber wenn du eine Entscheidung triffst, steh dazu. Und wenn es die falsche ist, korrigierst, mach was anderes. Das ist so der eine Punkt in dem Zusammenhang. Und der andere ist, idealerweise sollte man versuchen, immer wenn man was Neues beginnt, das Alte so abzuschließen, dass man gerne zurückblickt. Auch Stichwort Reue oder Bereuen. Und das war mir auch jetzt bei meinem Abschied vom wichtig, dass ich den Menschen, die mir wichtig waren, erklären konnte, warum ich das mache. Und dass ich da, ich sage jetzt mal, Verständnis bekomme und irgendwo in einer extrem positiven, wertschätzenden Art diesen Schritt gehe. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben gehalten, dass wann immer ich irgendwo gegangen bin, habe ich versucht zu erklären, warum ich das tue. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als auf
egal was, auf einen kurzen Zeitraum auf sein Leben zurückzublicken und zu bereuen und zu sagen, da sind wir wieder beim, hätte ich damals deswegen, nicht. Deswegen, ja. Und zurückblicken ist ja nicht gleich bereuen, finde ich. Das ist ja ein Unterschied. Aber genau. Aber es ist, es kann dann schon zum, es wird dann sozusagen, der Rückblick geht in Rollen. Da sage ich, waste of time, weil du kannst es nicht ändern, ja. Theoretisch, natürlich haben wir jetzt hier unfassbare technische Möglichkeiten in diesem Studio, aber selbst das, was ich vor 3 Minuten gesagt habe, theoretisch ist gesagt, kann ich nicht mehr korrigieren, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Ja? Jetzt können wir es natürlich, aber theoretisch können wir es nicht. Aber alle können es hören. Und alle sollen es hören. Aber es ist ein guter Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Weil das beeinflusst ja quasi denn jetzt die Gegenwart, wenn du jetzt ständig nur in 3 Minuten in der Vergangenheit rumwühlst. Was soll ich machen? Das war's dran. Ich kann in die Zeit zurückreisen. Also von dem her, idealerweise überlege ich mal gut, was ich mache. Es muss nicht immer alles perfekt überlegt sein, aber ich stehe dazu. Und wenn es ein Mist war, versuche ich es zu korrigieren. Aber nicht reuig sein oder etwas bereuen oder... Ich stelle mir, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich auf mein ganzes Leben zurückschaue und sage, mein Gott, also das in China war nichts und bei dem Arbeitgeber war schlecht und bei dem war schlecht und das war schlecht und das haben um Gottes Willen, was für negative Energie, wie belastend ist das? Das stimmt, So leben aber einige, also das ist ja bei einigen das manchmal das Problem, würde ich sagen, schon. Mhm. Ja, das beeinträchtigt natürlich dann auch das Voranschreiten. Ne? Mhm. Ja, ist so und nehme ja oft wahr und das merkst du und das fand ich ja immer ganz spannend und das lernt man wahrscheinlich auch, wenn man Mitarbeiter führen darf, wenn man mit Teams arbeitet, da erlebt man immer wieder solche Diskussionen und ich glaube, wenn man in solchen Situationen zumindest diese Idee ein bisschen transportieren kann und Leute ermutigen kann, da vielleicht ein bisschen anders nach vorne zu blicken, anders zurückzublicken, irgendwo Dinge abzuschließen in so einer Logik, dass man sagt, hey, wenn ich was abschließe, dann bitte so, dass ich gern darauf zurückschaue, weil dann erspare ich mir irgendwann das bittere Zurückschauen, das reuige Zurückschauen. Ja, das stimmt. Ja. Dann habe ich mir, glaube ich, oder mit meiner eigenen Lebensqualität Gutes getan. Ja? Und am Ende des Tages haben wir ja alle nur eine bestimmte Anzahl oder Menge an Energie zur Verfügung und wenn ich die mit negativer Energie belaste, bleibt halt nicht mehr viel über. Das stimmt. Hat doch ein bisschen was mit Plan B zu tun, finde ich. Ne? Also wenn man sich nur darauf konzentriert oder vielleicht, wie hast du es vorhin gesagt, das fand ich so toll, Konjunktivorgie. Ja. Ne? Das bringt einen nicht weiter. Das stimmt. Das finde ich ganz toll, weil so denkst du nämlich auch. Mhm. So denke ich es nämlich auch. So wollte ich es eigentlich sagen. Okay. So, dein Sohn hat mal zu dir gesagt, Papa, ich bin ein Glückskind. Und das fand ich ganz bereichernd. Ich würde gerne von dir wissen, was hat dir denn dein Sohn zuletzt beigebracht? Den Augenblick zu genießen, definitiv. Das hat er mir beigebracht. Toll. Konnte überhaupt nicht. Das kann ich also wirklich, da werde ich immer besser. Es ist nicht so, dass ich es heute von meinem gelernt habe, aber da werde ich wirklich immer besser, dass ich Momente genieße, Zeit mit ihm genieße. Ich meine, es ist auch schwer, man lernt ja nie aus. Das ist so, also ich finde es schwierig. Um einfach mal zu sagen, nee, ich bin jetzt hier und es ist alles ganz toll. Alles andere kommt sowieso oder man kann es nicht verändern. Ja. Dass man zulässt, ne? Brutal. Also wie gesagt, das ist eine Reise, aber ich habe sie begonnen und ich schaffe es immer öfter Toll. Und immer wieder. Ja. das wirklich, das hat er mal gelernt. Er gewöhnt mir jetzt alles Rauchen ab, wofür er wahrscheinlich irgendwann ewig dankbar sein wäre. Also da sehr gut. Also ich helf ihm gleich dabei. Ich mache das nicht neben ihm, aber er riecht es halt manchmal oder kriegt es irgendwo mit und ist richtig, also wirklich, schimpft er richtig mit mir, was ich großartig finde, was für eine Ernsthaftigkeit der dann bekommt, und da welche Formulierungen er dann dafür wählt, das ist schon, das geht ja schon durch und durch. Also so, Papi, ich will nicht, dass du stirbst. Also auf der Ebene. Und so lernt er mal eigentlich, er hat mir gelernt, nur lernfähig zu sein, Methusalem Alter von weit über 40 diesen Schritt zu gehen. Das habe ich letztlich gemacht, weil ich gemerkt habe, da gibt es was anderes, da gibt es was Wichtigeres, der darüber reflektiert. Das war wahrscheinlich nicht so mit das Beeindruckendste. Mhm. Er lernt mal, auch mit den Fähigkeiten, die man hat, zufrieden zu sein, das Beste daraus zu machen, sie über Dinge zu freuen, herzhaft zu lachen. Also toll.
Und ihr lernt wahrscheinlich viel zusammen, ne? Ja, also das ja, ist ja dann jetzt auch das Schöne deiner Erziehung oder eurer Erziehung, ne? Mit Ben und seinem Bruder. Ja, toll. Genau. Beziehungsweise der ist bei der Mama, aber genau, das ist eine. Ihr bleibt ja trotzdem. Wir sind irgendwie immer eine riesen Patchwork-Familie, genau. die als solche, muss ich wirklich sagen, da bin ich ja ein bisschen stolz drauf, die gut funktionieren. Das könnt ihr sagen. Ja. In der wir uns unter uns mögen, respektieren, schätzen. Und das ist generell die Rolle der Familie. Das ist auch so ein Aspekt, das passt da vielleicht lernen, also Herausforderungen annehmen. Für mich, was echt Wahnsinn war, waren so Dinge wie, als er seine Hörgeräte oder seinen Blindenstock bekommen hat. Die Hörgeräte sind die Lauschis. Aha. Also erstmal diese positive Konnotation, Lauschis, ja. Mhm. Die nimmt er selbstständig, tut er rein, keine Frage warum, wieso, ist das schlecht, gut, sondern sind seine Lauschis, damit hört er besser Themen erledigt. Irre, ja. Also einfach so das Thema so anzunehmen. Und genauso der Blindenstock. Na, jetzt kriegt der Kind einen Blindenstock. Das löst irgendeinen Reflex in jedem aus. Ja? Mhm. Was passiert? Kommt mit einem strahlenden Lächeln. Schau mal, Papi, ich habe hier diesen Stock, klappt ihn auf, wie so ein Schwert, der erklärt dir genau die Funktionen. Und in dem Moment, Stichwort Lernen, sagst du, wow. Also wenn ich Trottel jetzt hier auch nur ein bisschen schief geschaut hätte oder einen Zweifel gehabt hätte, ja, das kannst du nicht machen. Der nimmt den an, der ist stolz drauf. Ja? Ja. Also bitte bestärken, bitte sagen, hey Ben, cool. Ja. Ja. Und das funktioniert bei uns in der ganzen Familie. Und da bin ich echt drauf stolz. Ja? Wenn es der Oma am Telefon erzählt, mit dem Mama, der sagt, hey cool Ben, ja toll, und was kannst du denn alles damit? Ja? Und das sind so Kleinigkeiten, aber eigentlich sind es ganz große Themen. Ja? Dass man sie löst von irgendwelchen Konventionen, von Wahrnehmungen, von irgendwelchen Komplexen, die Gott weiß, wer hat, und sagt, das ist meine Realität. Ich habe da jemanden, der ist stolz auf etwas, der geht mit den Themen völlig vorurteilsfrei um, der kann das annehmen und überträgt es auf uns. Ja. Großartig. Und das gilt ja eigentlich auch wieder für alle, ne? Das kann man ja auf alle Situationen, auf alle Begegnungen oder Beziehungen ja dann auch münzen. Mhm. Was jetzt, also perfekter könnte meine Abschlussfrage nicht sein. Ist ja schon die letzte, muss ich jetzt sagen, die habe ich schon mal gestellt. Ja, aber gleich, das machen wir, die Abrechnung machen wir gleich. Das muss ich jetzt natürlich ein bisschen taktisch spielen, Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Auch wenn du gerade schon sehr viel darüber gesprochen hast, aber gibt es noch weitere Punkte? Also die Frage habe ich natürlich schon oft gestellt bekommen, ganz oft. Ja. So glaube ich bestimmt noch nicht, aber erzähl trotzdem erst mal. Ach, ich glaube, ich wäre schon absolut zufrieden, wenn das Leben so wie es ist, das ist jetzt fast schon platt, ja, aber wenn es so bleibt. Also ist gar nicht platt, also ist mal schön, dass es auch einer mal sagt, ja, so aber, ausdrückt. Aber wirklich, also ich hätte jetzt im Moment wenige Punkte, wo ich sage, das geht gar nicht oder es muss anders sein oder ich wünsche mir unbedingt noch X, Y und Z. Irgendwo, das ist also ein bisschen, ich sage mal, mein Größenwahn, was ich alles erreichen will und ne, was man alles braucht und was man alles tun muss, den habe ich irgendwo hinter mir. Und da habe ich tatsächlich eine gewisse Ruhe oder Reife, die hätte ich nie für möglich gehalten. Ja. Und das liegt sicher zum einen daran, dass du deine Fähigkeiten einschätzen musst können. Ja. Also ich habe das Glück gehabt, mit ganz vielen tollen Leuten zu arbeiten und sehen zu dürfen, was du tun oder ertragen musst, um bestimmte Dinge, bestimmte Rollen zu haben, wo ich sage, ne, habe ich gesehen, passt, weiß ich, was sein muss und ob ich das will oder nicht. Ich durfte wunderbare Sachen erleben, die ich nie für möglich gehalten hat. Mhm. Und es wird ja nicht besser, wenn du zum 25. Mal das Gleiche tust, tolle erlebst. Ja? Also irgendwie dieses I've been there, done that, einmal reicht. Und das ist insofern für mich, aber das macht mich ruhiger, weil man denkt, das, was da eigentlich immer wichtig war, das hast du erlebt. Jetzt hast du ein Thema, das ungleich wichtiger ist als alles, was du davor gemacht hast. Ja. In einem Umfeld, wo ich, glaube ich, mit ganz vielen Menschen zusammenleben darf, zusammenarbeiten darf, kennen darf, die ich mag, die mich mögen, die, wo wir uns respektieren. Ich bin gesund, mein Umfeld ist gesund, der Ben ist in dem Rahmen, in dem er gesund sein kann, gesund. Ich glaube, wir sind gut gewappnet für das, was da kommt. Ja. Das wird schwierig, das wissen wir alle. Aha. Und von daher hätte ich da jetzt im Moment nirgendwo, ich sage jetzt mal, den großen Korrekturbedarf.
Das ist toll. Deswegen ist ja die Frage genau so formuliert. Nicht, was wünschst du dir für die Zukunft, sondern was ist jetzt schon so gut, ne? Was vielleicht so bleiben darf. Ja. Und dann auch Rauchen könnt ihr aufhören. Das wäre vielleicht nur, aber das wünsche ich nicht immer, sondern alle um mich herum. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist erstmal ein anderes Thema, denn du bist erstmal hier im Podcast. Aber jetzt die inoffizielle, wichtigste, 11. Matz-Abfrage. Wurde dir einer meiner Fragen schon mal gestellt? Oh, der Blick. Schade, dass man jetzt nichts sieht. Beziehungsweise, was wäre denn dein Vorschlag? Also, ich hatte einen Vorschlag. Machen wir es mal so rum. Ich mache es mal so, ja. Und ganz, ganz ehrliches Feedback natürlich. Also, was ich immer gewünscht hätte, wäre, dass du, und das ist für mich verhandelbar, in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge Menschen dazu gewinnst, jetzt vor allem für die Vorweihnachtszeiten und gerne länger, in ihrem Amazon-Bestellprofil bei Amazon Smile die Pranevo GUG auszuwählen. Warum und wieso? Das finde ich eine schöne Möglichkeit, ein bisschen zu spenden, ohne dass man selbst was gibt. Bei Amazon da 0,5% Amazon bezahlt. Smile. Ja. In der Vorweihnachtszeit neigen ja viele Menschen dazu, da was zu bestellen. Mhm. Das heißt, ist etwas, was eigentlich nur einen Klick bedeutet, und in Summe einen kleinen Impact haben kann. Und das wäre so etwas gewesen. Und das habe ich jetzt selbst auch schon versucht. Und das ist so ganz interessant. Jetzt trifft man ein bisschen ab in meinem Lernen im Moment. Ja. Also jetzt war ich ja doch nie Kommunikations- und Marketing fern in meinem ganzen Leben. Und im Moment merke ich, wie schwierig es ist zu kommunizieren und Botschaften zu vermitteln. Ja. Also ich habe so dieses Amazon-Smile-Thema jetzt echt intensiv und viel und lang kommuniziert. Und die Reaktionen sind bisher anders, als ich es erwartet habe. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt 13, glaube ich, das weiß ich ja nicht, ja, aber Menschen, die mich da ausgewählt haben. Und für den Aufwand, den ich für die Kommunikation investiert habe, finde ich spannend wenig. Mhm. Aber wie gesagt, zeigt halt einfach, wie schwierig es ist, so ein Thema zu platzieren. Und das hätte ich mir gedacht, das könnte so eine nette Geste sein, wenn man da... Dann, lieber Bernd, auch wenn ich trotzdem froh bin, wenn ich einzigartige Fragen stellen konnte, dann machen wir es doch. Ach, fantastisch. Dann machen wir das also, doch. Ihr habt es alle gehört und ihr werdet alles auch in den Shownotes wiederfinden. Ich bin wirklich ins Risiko. Ja, ist doch aber auch eine schöne Sache. Und das ist, wie gesagt, ja auch in der Tat wenig Aufwand für eine ganz tolle Sache. Ja. Lieber Bernd, ganz toll, also was du auf die Beine stellen möchtest, was du bisher schon getan hast und mit welchen Strahlen in den Augen du über deinen Sohn und über eure über eure momentane Situation gesprochen hast. Auch wenn das Thema so ernst ist, es fühlt sich so leicht an, weil du ganz toll darüber berichtest. Also wir werden, und man kann dich auch auf diesem Weg auch begleiten. So, ja. Da gibt's ja auch gewisse Social-Media-Auftritte und Sachen, wo man ganz viel nachlesen kann, und es gibt Interviews mit dir und es gibt auch Sachen, wo du auch zur Erkrankung aufklärst, und man kann sich auch die Kunst von Ben anschauen. Ich sag's immer wieder gerne, und das machen wir auch, dass ich das überall verlinke. Es war wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast. Es war umso besser, dass du uns so viel erzählt hast und uns gefühlt denn doch auf deiner Reise mitgenommen hast. Und wir hatten gesagt, in 2,5 Jahren muss ich dir diese eine Frage nochmal stellen. Und dann erwarten wir eine Antwort. Und liebe Grüße und bis bald. Matthias, vielen Dank nochmal. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin selbst neugierig auf meine Antwort in 2 Jahren. In 2 Jahren. Aber bis dahin, und das wisst ihr, liebe ZuhörerInnen, wird es trotzdem oder dennoch oder umso mehr jeden Freitag eine neue Folge Mats ab Feuerbad nachgefragt geben. Jeden Freitag 13.10 Uhr, und seid auch nächste Woche wieder dabei. Denn ja, ihr könnt diesen Podcast hören, überall hören, wo es Bernds Lieblingspodcast auch einfach gibt. Also von daher folgt uns allen auf Social Media, und wenn ihr gerne möchtet, dürft ihr auch diesen Podcast bei Apple Podcast abonnieren sowieso und bewerten. Und bis nächste Woche, euer Matze Theo Adias. Matze. Klappe, Ecke, die Erste. Hallim, hallim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probezeit. Matze ab.